Blumenkohl, kross, so schön in Fett ausgebacken im Teigmantel, das ist schon eine mega leckere Geschichte. Mag ich persönlich wirklich auch sehr gerne, ist aber leider nicht sonderlich gesund. Und ich habe ein bisschen rumprobiert, wie könnte man das hinbekommen, ohne wirklich Berge an Fett zu verwenden. Das ist sicherlich die erste Sache, die es nicht unbedingt auch leichter verdaulich macht, sondern einfach sehr schwer. Und die zweite Geschichte ist natürlich, wir haben meistens ein Auszugsmehl, ein Panko-Mehl eventuell, also ein Weizenmehl, was sicherlich auch nicht sonderlich hochwertig ist. Und der heutige Blumenkohl kommt auch im Teigmantel mit leckeren Gewürzen und wird im Ofen nachher gebacken mit relativ wenig Fett. Namaste, Tajidele, herzlich willkommen und wir beginnen direkt mit der Zubereitung von diesem relativ einfachen Rezept tatsächlich. Und den Blumenkohl habe ich schon mal vorbereitet. Einfach in Röschen schneiden, so 5 bis 7 cm, nicht zu groß, nicht zu klein. Und das kommt jetzt hier einfach schon mal in den Dämpfer sozusagen. Habe hier so einen Dampfgareinsatz mit drin, ne, damit der Blumenkohl dann nicht ertränkt wird sozusagen. Also wirklich nur in dem Dampfgarn und so für ungefähr 7, 8 Minuten, maximal 10, je nachdem, ob da zu Anfang schon kochen tut. Der Blumenkohl darf nachher auf jeden Fall nicht auseinanderfallen, sonst kriegen wir keinen schönen Teigmantel hin. Und in der Zwischenzeit, in dem der Blumenkohl schön köcheln tut, kann man auch schon unseren Teig zubereiten. Und ich habe jetzt mich hier für ein Kichererbsenmehl entschieden. Ich habe da ein bisschen rumprobiert und zum Beispiel so indisches Fingerfood, Pakoras, Samosas werden oftmals aus Kichererbsenmehl gemacht. Das ist ziemlich proteinhaltig, ist also wirklich ein relativ hochwertiges Mehl. Da darf auf keinen Fall geröstet sein, ansonsten kriegen wir keine gute Bindung hin. Mengenangaben stehen auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich hier jetzt schon mal Ingwer ein bisschen fein gehackt. Das muss gar nicht zu fein sein. Sie könnten das über eine Reibe auch ein bisschen feiner machen. Ich mag das gerne, wenn man dann auch immer zwischendurch noch mal so einen Hauch von Ingwer auch in dem Blumenkohl hat, in dem Teigmantel, gibt wirklich eine ganz angenehme Schärfe und macht die ganze Geschichte auch wirklich leichter verdaulich. Und auch die nächsten Gewürze sind nicht nur geschmacklich wirklich fein und lecker, sondern verbessern wirklich auch die Verdaulichkeit, wirken karminativ, das heißt, sind wirklich auch entblähend und so Kohlgerichte sind immer relativ stark blähend tatsächlich. Und ich habe hier jetzt Kreuzkümmel und Fenchelsamen. Einfach ein bisschen gemörsert. Sie können auch das Pulver nehmen. Dann braucht man natürlich Salz. Ungefähr so ein Teelöffel von dem schönen rosafarbenen Steinsalz. Und frischer Koriander. Habe ich auch schon ein bisschen fein gehackt. Man könnte auch durchaus Petersilie nehmen. Also das ist dann so ein bisschen die Falafelnummer, sage ich mal. Aber Koriander passt wirklich auch richtig gut. Das mag nicht unbedingt jeder, wenn sie kein Fan davon sind, weglassen. Oder wie gesagt, alternativ können sie wirklich Petersilie verwenden. Und dann habe ich noch meine Lieblings-Curry-Mischung. Die ist so ein ganz bisschen mildscharf. Und da haben wir einfach auch noch mal ein bisschen Kurkuma mit drin, ein bisschen Koriander mit drin. Und das gibt auch noch einen feinen Geschmack. Und last but not least, ein bisschen Asafoetida und Boxhornklee-Samen. Da müssen Sie wirklich aufpassen. Die Boxhornklee-Samen sind sonst sehr bitter und man hat dann wirklich auch eine bittere Note in dem Teig mit drin. Das wollen wir natürlich nicht haben. Und das Asafoetida, das darf auch nicht dominant sein, nur so ein Hauch von so einem nachher leichten Knoblauchgeschmack. Wirklich ansonsten eine feine Geschichte. Und jetzt müssen wir nur noch Wasser zugeben und die Geschichte einfach ein bisschen durchrühren. Ich mache das jetzt hier auch so ein bisschen Pi mal Daumen. Zu Anfang auf jeden Fall nicht zu viel Wasser, das wäre der größte Fehler. Das heißt, Sie müssen dann einfach immer noch zusätzlich Mehl dazugeben. Wasser können Sie immer noch weiter zusätzlich reinmachen. Das sieht hier jetzt schon
relativ gut aus von der Konsistenz. Der Teig darf nicht flüssig sein und auch nicht zu cremig. Also das sollte schon eigentlich eine relativ feste Konsistenz haben, damit das nachher wirklich auch an dem Blumenkohl richtig schön haftet. Jetzt lassen wir den noch 3-4 Minuten kochen und dann geht es schon weiter. Unser Blumenkohl, der ist jetzt fertig. Ich habe den jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Sie können noch mal so ein bisschen mit dem Messer reinstechen, ob der schon mal so ein bisschen weich ist. Aber der sollte halt wirklich nicht auseinanderbröseln. Das ist wichtig. Der kommt ja nachher noch in den Ofen. Und die einfachste Geschichte ist jetzt wirklich, wenn ich den Blumenkohl einfach in den Teig reinschmeiße und einfach ein bisschen durchmixe sozusagen. Genau, einfach mit dem Löffel richtig schön verrühren. Aufpassen, dass ich die Röschen natürlich nicht kaputt mache. Also alles ein bisschen vorsichtig. Und das sieht hier schon richtig gut aus. Das heißt, der Teig klebt wirklich auch wunderbar an unserem Blumenkohl. Ruhig ein bisschen länger durchrühren, damit sich das wirklich auch in die Vertiefung richtig schön verteilt, der Teig, weil wir wollen halt ja nachher wirklich auch schön kross haben. Und auch die Gewürze geben natürlich einen wirklich wunderbaren Geschmack zusätzlich. So, und jetzt brauche ich einfach nur das Backblech noch. Und Backpapier habe ich hier auch schon mal drauf gemacht. Und jetzt können wir einfach unsere Röschen da drauf verteilen. Mit unserem Teig. Genau, das sieht wirklich schon mal wunderbar aus. Riecht auch schon sehr fein. Nachher passt zum Beispiel auch wunderbar dazu ein Apfelchutney. Also so ein bisschen eine saure Note ist eine gute Kombination. Oder ein Reiter, also so ein Joghurt-Dip wäre wirklich auch fein. Man kann das natürlich auch zu Kartoffeln reichen, dann noch schön irgendwie eine Soße dazu. Und wenn ich dann noch irgendwelche Proteine mit dabei habe, dann habe ich wirklich auch eine komplette Mahlzeit sozusagen. Und jetzt kommt eigentlich der Clou, wir brauchen schon auf jeden Fall ein bisschen Fett. Und ich habe jetzt hier einfach so ein Ölzerstäuber, das heißt, ich kann das wirklich einfach so ein bisschen einsprühen. Man könnte, wenn Sie jetzt so einen Zerstäuber nicht haben, können Sie auch vorsichtig einfach das Öl ein bisschen rübergießen. Ja, das ist sicherlich auch kein Problem. Ich probiere das jetzt mal, ohne hier meine ganze Küche in Öl zu sprühen. Genau, das reicht schon. Wenn Sie es nachher in den Ofen tun, können Sie nach 5 Minuten ruhig noch mal gucken. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist zu trocken, dann können Sie noch mal ein bisschen rüber sprühen oder ein ganz bisschen Fett dazugeben. Das Ganze kommt jetzt so ungefähr für ja, knapp 10 Minuten, würde ich auch wieder sagen, in den Ofen bei etwa 200 Grad. Wie gesagt, Rezept finden Sie auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Blumenkohlröschen frisch aus dem Ofen sind wirklich mega kross geworden, super lecker. Habe eben schon mal probiert mit so einem frischen Kräuterdip. Und wirklich sehr, sehr fein. Gerne Ihre Kommentare unten oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben, allgemein zum Rezept oder zu Ayurveda, versuche ich die auch immer zeitnah zu beantworten. Zudem werde ich in den nächsten Videos auch unten in der Videobeschreibung immer nochmal auf die einzelnen Konstitutionstypen so ein Stück weit eingehen, wie man die einzelnen Speisen, in dem Fall unsere Blumenkohlröschen, noch ein bisschen individueller anpassen kann, was im Ayurveda zum Teil empfohlen wird. Ich sage aber immer, solange eigentlich keine Beschwerden vorhanden sind, kann man meistens auch so eine Tridosha-Diät sozusagen machen. Und ich denke mir, fast alle Gerichte, die ich hier präsentiere, sind auch eher in die Richtung Tridosha-Essen. Also für fast jede Konstitution und für fast jeden Bauch und Magen relativ gut geeignet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Gerne auf die Glocke drücken, abonnieren den Kanal, wenn Sie weitere Videos sehen möchten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr Stefan Isop.